Hey liebe Leute, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen zum, ich sag mal zum Let's Show. Als erstes möchte ich mich bedanken bei meinen Abonnenten, insbesondere bei Diana B. und Alles Gamer, dafür, dass ihr meine Videos kommentiert habt, mich unterstützt habt. Danke euch. Weiter so. Ja, und hier in dem Video wollte ich eigentlich euch meine Sammlung präsentieren, was ich so in den ganzen Jahren gesammelt habe. Wie ich schon bei Resident Evil 7 Demo erzählt habe, bin ich ein großer Resident Evil Fan. Und die Reihe habe ich dann so halt eben gesammelt, seit ich glaube, seit ich 13 Jahre alt bin. Seit damals habe ich damit angefangen und naja, ich werde jetzt hier euch mal zeigen, was ich alles habe. Wir fangen an mit der PlayStation 1, mit der PS1 und hier ist Resident Evil 1, der Englisch-Version. Ja, im Grunde hat das überhaupt keinen Unterschied zu der deutschen Version. Damals gab es Gott sei Dank sowas nicht, ne? Also deutsche und englische Version, die haben schon, also die deutsche Version ist auf jeden Fall nicht zensiert oder so. Ist alles dabei. Das Spiel ist ziemlich cool. Das war das erste Resident Evil, was ich so überhaupt gespielt habe. Mit meinem Cousin damals haben wir noch so als kleine Pisser seine Mutter überredet, uns das Spiel zu kaufen. Und seitdem bin ich ein Riesenfan. So, das war das Resident Evil 1. Kam 1996 raus. Für den PlayStation 1, für Sega Saturn und PC, glaube ich, ja. Mehr gab's nicht. Dann machen wir weiter. Hier, das ist in etwa das gleiche Spiel. Resident Evil 1 Director's Cut, ne? Hier, das habe ich jetzt als deutsche Version, aber wie gesagt, es hat zu einer englischen Version überhaupt keinen Unterschied. Das Spiel kam 97 raus. Hier ist auch angeblich müsste hier auch ein Demo vom Resident Evil 2 dabei sein. Allerdings in der deutschen Version gab es sowas nicht. Gab es nur in englischen. Aber es ist mir egal, ne? Hier ist auch alles dabei und die CD ist natürlich kratzfrei, top. Ich sammle keine Scheiße. Nun, das Spiel kam 97 raus, ein Jahr nachdem das erste Resident Evil kam. Und es war ja so, das Capcom, die wollten ja eigentlich 97 schon das Resident Evil 2 rausbringen, aber irgendwann mal so bei 80% des Spiels, was die schon programmiert haben, haben die festgestellt, dass es schon so irgendwie eher an den ersten Teil erinnert. Und dann haben die das Projekt gestrichen und haben dann so hier das Director's Cut rausgebracht. Ist wie gesagt auch ein geiles Spiel. Habe ich auch ziemlich oft gezockt. Damals als Kind. Und ja, ziemlich cool. Machen dann weiter mit Resident Evil 2. Das hier, Leute, das ist echt das Geilste. Das Geilste überhaupt. Hier, das ist, glaube ich, auch Englisch. Ja, ist auch englische Version. Ich meine, ich hatte früher auch eine deutsche Version. Es hat auch nicht wirklich einen Unterschied. Ich meine, deutsche Version heutzutage zu bekommen. Ja gut, man kann das schon, das ist kein Ding. Aber das ist ja, wurde ja. Naja, verboten nicht, das heißt indiziert, ne? Und
Ja, aber leider habe ich damals mein Resident Evil 2 verkauft, die deutsche Version. Ich Vollidiot, aber das habe ich mir dann nachträglich geholt. Zwei CDs, beide kratzfrei, alle top. Hier ist ein Büchlein dabei, das Spiel kam 98 raus. Das habe ich auch Let's Played. Hier die zwei, die habe ich ja auch Let's Played. Das erste und das Director's Cut mit beiden Charakteren. Hier, das habe ich ja auch Let's Played, aber noch leider nicht ganz zu Ende gemacht. Da fehlen mir noch ein paar Videos mit Claire und noch ein paar Minigames, aber ich möchte auf jeden Fall das zusammen mit euch durchzocken. So ist mein Plan. Alle Teile von 1, naja, 1 und Director's Cut habe ich ja, aber wir fangen dann mit Zero an. HD Remastered irgendwann mal. Denke ich mal, und ja, machen wir weiter mit Resident Evil 3. Englische Version, Leute. Englische Version. Wer sich auskennt, ne, weiß, dass die deutsche Version von dem Spiel total zensiert war. Also, da haben die Leichen vom Zombie sind verschwunden und das Blut, das war grün oder so grau oder so, ne? Aber hier, das ist die englische Version. Hier ist nichts zensiert. Hier ist alles top. Und das Spiel ist auch richtig geil. Also ich habe das früher echt gerne gezockt. Das war, glaube ich. Ja, ich sag mal so, ich habe alle Teile gern gezockt. Aber hier, das kam dann im Jahre 2000 raus für das PlayStation 1 und nee, 99 kam das raus. Stimmt, 99 kam da draus. Und es handelt sich um die geile Jill Valentine, wie die dann das Raccoon City verlässt. Also hier, das Spiel ist ziemlich cool. Man kann auch, also ich würde schon fast sagen, ist genauso cool wie der zweite Teil. Vielleicht etwas weniger, aber ist auch ziemlich geil. Hab das gern gezockt. Musste leider ein anderes Cover nehmen hier. Mit dem schönen WWE-Logo. Ja, weil das Original-Cover kaputt war und ging nicht ganz auf. Deswegen habe ich das umgetauscht, weil hier das ist noch ziemlich neu. Aber ansonsten CD ohne Kratzer und ja, alles top. So, ja, und jetzt kommen wir leider zum einem Teil, der, naja, nicht so ganz toll ist, ne? Heißt Resident Evil Survivor. Kam auch so 99, 2000 raus. Es ist, da habe ich hier auch eine englische Version. Ich hatte das früher für die PS1, hatte ich das als gebrannt gehabt. Und ja, also, wenn man das Spiel einmal durchgezockt hat, mehr muss man nicht, ne? Mehr muss man nicht wissen. Also, ja, hier ist auch alles dabei, das Büchlein und CD hat schon ein paar Kratzer, aber da dran ist meine PS2 schuld, weil ich da dran das Spiel ausprobiert habe und ja, das scheiß Ding hat die CD zerkratzt. Leider. Naja, was soll's. So, Leute. Ja, mein Plan ist, wir zocken das alles durch. So, im Laufe der Jahre irgendwann mal, bis das Resident Evil 7 rauskommt. Habe ich schon vor, bis dahin das alles durchzuzocken mit euch zusammen. Ich sag mal so, das war jetzt der erste Part davon, von meiner Sammlung. Ich werde diese Videos jeden Sonntag rausbringen, denke ich mal, vielleicht auch häufiger. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei, wo wir dann über das Resident Evil Serie vom PS2 reden. Jo, also ich verabschiede mich von euch. Danke, dass ihr mich so schön unterstützt. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.